Ich finde es ja immer ein bisschen bedrohlich, wenn so Statuen einen angucken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das Wasser sieht tief genug aus. Aber als allererstes lernen wir noch was. Sind wir jetzt voll? In Marm? Kehwa, da sind wir auch bald durch. Da sind wir bald fertig. Mal ein bisschen Jade mit. Ist das nicht eigentlich Gotteslästerung oder sowas? Oder Entweihung von so Heiligtümern? Hä? Okay, Leichenhalle. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Hauptsache Kohle. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Hey! War das mal nicht unter Wasser hier? So, jetzt aber. Da müssen wir bestimmt durch. Ja. Boah, Alter. Aber krass überbelichtet, mein lieber Schulli. Okay, die Überbelichtung ist schon arg heftig. Halt, nein, da will ich hin. Das sind der König und die Königin von Mictlan, der Unterwelt in der aztekischen Mythologie. Mictlan Tecuhltli war unter den mit dem Tod assoziierten Göttern der bedeutendste. Er wurde häufig als Skelett mit Augäpfeln dargestellt und nahm sich unter anderem der Seelen der Verstorbenen an. Seine Gemahlin Mictlecacautli stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Ehren der Toten, den Vorläufern der modernen Dia de Muertos-Tradition. Alles hat seinen Ursprung, ne? Ja, sogar du. Sogar du, der gerade zuschaut. Du hast auch deinen Ursprung. Mir wäre fast was rausgerutscht, aber ich konnte mich gerade noch so zurückhalten. Komm, brechen wir den Scheiß auf. Was sind das hier für Statuen hier an der Seite? Was soll das? Boah. Überleg mal, du bleibst da echt stecken, ne? Okay, hier ist die Oberfläche. Hier war vor kurzem schon jemand. Okay, soll mich das beruhigen, Lara? Oh, verstärktes Messer, ernsthaft?
Das hier habe ich gesucht. Aber wenn hier schon jemand war, dann ist doch nicht mehr da. Oder? Mankos Stiefel. Gewährt Tarnung bei der Jagd nach Raubtieren. Naja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig. Gut, klar, die Türen, die da halt nicht aufgehen, die Bereiche, ist mir klar. Die mache ich später irgendwann mal offline. Sind wir schon fertig? Ach, hier sind wir jetzt. Ah, ne. Hier. Müssen wir raus. Gut, ja, dann... Dann war's das mit der Krypta, ne? Naja. Es macht demütig, hier in Paititi zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir sind in Paititi auf dem Marktplatz angelangt. Ich habe, wie ihr seht, ein Lagerfeuer gefunden. Und ja, unsere Lara erstaunt etwas in Ehrfurcht. Wir haben absolut gar nichts, was wir lernen können. Was machen wir denn als nächstes? Habt ihr da eine Idee? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht hier. Gut. Inventar. Haben wir da irgendwas? Vollständig verbessert. Erhalten, erhalten. Den hier bitte, ja. Nicht den anderen. So, wir wollten ja weitermachen, nämlich mit unserer kleinen Nebenaufgabe. Hier liegt ein Stück Schlipper rum. Hier ist ein Stück Feuerholz. Was ist hier los? Gehe ich halt außen rum. Ah, hier. Verstärktes Messer. Scheiße. Warte mal, ist das unsere Hauptmission? Oh, nein! Nein, 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 ich will noch nicht. Ich will hier hin. Nein, 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 nein. Ja, ich muss da hin, hä? Nee, muss ich gar nicht. Warte mal, Outfits, Outfits. Wo waren jetzt unser... Warte mal, von wo kamen wir? Von hier. Hier unten muss... Ja, ist unser Lagerfeuer. Sorry, aber ich ziehe mir ein anderes Dings an, ein anderes Outfit an. Ach, kann ich gerade gar nicht? Ach, das sind die einzigen.
Viele Rebellen tragen Blau als Zeichen ihrer Unterstützung. Ermöglicht den Kontakt mit Rebellen. Okay, wir können es momentan nicht. Okay. Okay, hier ist auch noch einer irgendwo. Nehmen wir mal das Rest Feuerholz, nehme ich mir mit hier. Irgendwo ist hier einer. Ah. Ein weißes Wasserschwein. Sowohl Segen als auch Fluch. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Warum nennen die uns immer Ishik? Was heißt das? Nein. Achso, hier kriegen wir immer so Albino-Wasserschwein, Kondor, ja. So, hier unten geht's weiter. Weiter immer geradeaus irgendwie. Moin! Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Schlachtet sie! Moin. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Ja. Natürlich mögen die das. Aber ich bin falsch. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Jo, wer hat das nicht? Ich wollte gerade was sagen, aber... Ich lasse es dann doch. Ah, noch ein Basislager. Sehr schön. Nächste Verstoßene. Nun bin ich X-Chell auf eine andere Art. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chells Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara.
Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Ishik, ey. Hoffentlich klärt sich das irgendwie noch auf, was es heißt. Woher wir diesen Namen haben. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Oh je. Ein Fähigkeitspunkt. Oh, da hinten gibt's Jade. Hier war doch auch noch. Aber ja, weg jetzt. Weg. So, da ein bisschen links halten. Klettern wir mal hier hoch. Moin. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Das ist typisch Mensch, meine Liebe. Der Mensch ist nie zufrieden mit dem, was er hat. Egal in welchen... Oh nein. Kann ich das nicht zerstören? Gut, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, es wäre schon wieder eine neue Herausforderung. Wir müssen uns ein bisschen rechts halten. Okay, wahrscheinlich oben, ja. Noch eine Etage höher. Hier. Sie sagten, ich bin ein Lügner, dem man nicht glauben darf. Hallo, Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt.
Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Ishik. Ja, und jetzt glaube ich, würde ich sagen, ja, glaub mit dem Pisco reden. Aber wenn wir schon mal gerade hier sind. Warum nicht erstmal noch was lernen? Bald haben wir es geschafft. Ich glaube, mir gerade das Leder her. Danke. Ich war's nicht. Noch ein Tiger. Noch tiefer. Alter. Bald bin ich im Boden versunken. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ein bisschen Jade. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir erstmal die ganzen Sachen aufgezeigt hier. Sehr nice. Bin sogar richtig gegangen, guck mal. Eine Totenmaske. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Boah. Wie viel Arbeit das gekostet haben muss. Stunden. Wollte doch sagen, ich komme doch hier irgendwie hoch. Aber warum? Ist jetzt die Frage. Komme ich da von oben irgendwie? Ah, warte mal. Guck mal einer an. Hallo. Schön. Hä? Ich hab doch. Ja, hab ich doch. Ist doch alles da. Dann gehen wir als nächstes mal hier rüber. Hä? Dort oben. Und direkt noch ein Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Nice.
Onoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Das meinten die mit Säuberung in diesem einen Bericht von Trinity. Diese Bastarde, ey. Komme ich sogar hoch. Guck mal. Halt! Liegt einfach mal so Gold mit einem Pissbecken. Kondorfedern. Und dein Schatz, hä? Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es riecht immer noch nach Kupal. Oh Gott, wir haben noch eine Sprache. Ja. Oh Mann. Gut, jetzt sind wir eigentlich so weit durch. Hier hinten kommen wir wahrscheinlich eh noch hin. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten hin jetzt. Okay, wir müssen ungefähr die Richtung beibehalten, nur ein bisschen rechts halten. Ah, wir lernen vorher noch was. Ich hoffe, es ist Mom. Ja, 87%. Wir haben es bald. Gut, da komme ich nicht durch. Hier. Ja, nur jaul mal nicht rum. Ich hab's halt eilig. Zeit ist Geld. Komm und sieh dir meine Ware an. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Eigentlich nicht, aber... Laservisier?
Viel Spaß damit. Aufstiegswerkzeug. Ein gutes Geschäft. Dietrich, ey. Oma! Viel Spaß damit. Du bist die Beste. Ein gutes Geschäft. Hä? Ich würde es ja gerne verkaufen. Viel Spaß damit. Ah, so, jetzt. Hier, ein bisschen Feuerholz kriegst du auch noch. Im Winter wird kalt. Ein gutes Geschäft. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Boah, voll geil. Wir haben jetzt Aufstiegswerkzeug. Jetzt geht's los. So, jetzt müssen wir wieder zu dem anderen Typen hin. Da. Ja, ich auch. So, mein Freund. Rück die Würfel raus, Junge. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. So. Dann bringen wir mal dem Kleinen die einen Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Dann bringen wir mal dem Kleinen die Würfel zurück, damit er wieder ein bisschen spielen kann. So ein Quatsch. Beim Würfeln entscheidet das Geschick des Spielers. So ein Blödsinn. Gut, es gibt welche, die halt wirklich durch, sag ich mal, die Wurfart irgendwie beeinflussen können, wie die Würfel fallen. Aber letztendlich ist es zu 90% ist es Glück. Zufall. Moin. Ich laufe mir hier die Hacken wund. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Wunderbar.
Wie spät haben wir das denn? Was machen wir denn? Komm, wir sind gerade hier. Holen wir mal gerade das Dokument hier, hä? Wenn wir schon mal gerade da sind. Ach, den kennen wir schon. Hä? Kann doch krass was machen mit dem. Oh. Streicheln. Lama knuddeln. Ah, da sind wir auch bald fortgeschritten. Viel fehlt nicht mehr. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Tja, sehe ich genauso. Komm, weißt du was? Komm, wir holen das gerade auch noch mit. Die Pflanzen sind mir relativ wurscht, aber die anderen Dinger da. Hier. Hier ist eine Höhle. Ja, das ist doch mal interessant. Da komme ich da nicht durch. Wird diese Höhle noch später eine Rolle spielen? Bestimmt, hä? Bei diesem bisschen sehr offensichtlich. Und guck mal, siehst du, noch ein Basislager entdeckt. Dankeschön. Pflänzchen noch mitnehmen. Ein bisschen Holz. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Hier können wir auch noch reden. Auch das noch. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Oh. Ah. Alter, würde ich sagen, hä? Gehen wir mal auf Wolfsjagd. Die Hauptquest, die will ich erstmal sowieso nicht weiterführen. Hä? Was macht sie denn? Den Schlamm hier. Schlamm soll gut für die Haut sein, ne? Tja. Dafür habe ich nicht genug Platz.
So, aber jetzt kommen wir hier rein. Ha, ha, ha. Da, 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 da. Da, da, da. Ein Schreiben von Trinity. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erster ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Trinity, Alter. Da hinten. Ich sehe es. So gut. Auf zum Wolfsbau. Aber vorher noch ein bisschen Holz sammeln. Mein Wegpunkt mal weg hier. Halt! Nein, 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 nein! Oh, ey, Alter, ne? Schwarzmähnenwolf. Wolfi! Scheiße! Oh, 4 Stück! Ach, scheiße, ich hab ja nichts anderes. Oh, was? Nein, nein, nein! So, Nummer 1 habe ich. Oh, was? Nein! So, der nächste. Au! Nein! Aua, 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 aua! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Mit deinem Feld, Mann. Deinem Fell, meine ich. So. Gibt es denn noch irgendwas Interessantes hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Eine Überlebenden-Tasche? Aha, ja, gucke mal. Ja, dann habe ich auch mal wieder ein bisschen was. Dann habe ich ein bisschen was zu. Dann habe ich ein bisschen was zu erkunden. Ein bisschen was zu sammeln. Zack. Hier ist noch eine Kiste. Oder ein Fass. Oder wie nennt man das? Ein Behälter? So, und damit sind wir auch schon... Mensch, wir sind ja schnell. Wir sind ja... Die Folgen, die rattern ja wie verrückt. Das gibt's ja gar nicht.
gibt aber auch nichts, wo ich irgendwo hinmachen kann, ne? Very mysterious. Ich habe gerade was gehört. Ne, keine Ahnung. Nun gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, denn in der nächsten Folge machen wir die Hauptquest weiter. Und Schluss mit der Sammlerei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.